Hi Leute, Paxcom hier. Ich begrüße euch recht herzlich zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video von X3 Terran Konflikt. Ich lade gerade das Spiel. Heute passiert Folgendes. Ich werde schauen, ob ich den Komplex vielleicht fertig errichten kann. Zuerst schaue ich auch mal zu den Händlern. Okay, da ist nichts Besonderes. Geld habe ich jetzt 28 Millionen. Was machen meine... Ach, ihr dockt beide an Paraniden an. Okay, was brauche ich denn noch? Vergeltung der Königin. Mal sehen. Da wollte ich mir das Sonnenkraftwerk kaufen. Was kostet es denn? Sonnenkraftwerk XL. 17 Millionen. Und ich habe jetzt noch 28. Okay, Elefant, Handel, dann brauche ich hier noch Sojerei L und Säufarm. Säufarm, 1 Million, okay, da brauche ich 3 Stück, das sind 3,5, also 20 habe ich dann. Nicht. So. 20. Und das kostet hier Säufarm. In denen alle Raumfahrzeuge L. Und sogar vollständige Bausätze für neue Fabriken gefertigt werden. Wegen der immensen Mengen an Ressourcen. Sojerei. 2 Millionen. Das sind nochmal 6 Millionen. Die Paraniden bauen ihre Schiffe in einer Fabrik. Bin ich bei 26 Millionen? Na, das reicht. Ist das geil. Na, dann machen wir das so. Dann bauen wir das fertig. Ich habe dann zwar kein Geld mehr für irgendwelche Baumissionen. Dann ist die Kohle alle. Aber das kriegen wir schon wieder zusammen. Dann machen wir den Komplex heute fertig. So, okay. Handel. Dann kaufst du jetzt. Dieser riesige Transporter ist zu groß, um einer normalen Sojerei L. Säufarm L. In Säufarmen werden von den Paraniden Säufarmen gekauft. Ah, sie kriegt nur eine rein, siehste. Säufarm. Eine. So, okay. Geh zur Position. Naja, geh halt einfach hierher. Kommando akzeptiert. Halt. Wir machen das mal nicht so weit weg. Wo ist denn hier? Die Schiffswerft. Fliegen wir da oben hin. Kommando akzeptiert. Aha, und du kannst kaufen. Säuerei. So eine Sauerei. Da kriegst du gleich 3 rein. Das fetzt natürlich. So, dann haben wir das erledigt. Dann gehst du wieder nach Dreieinigkeit. Kommando akzeptiert. So, wir warten, glaube ich, hier, dass die Todesklaue andockt. Okay, die bewegt sich auch, das ist sehr gut. Und dann... Ach ja, genau, ich wollte jetzt hier noch... Mal gucken hier, hier drüben. Perseus, der ist fleißig am Scannen. Ja. Sieht sehr schick aus. Der Perseus ist der Nachfolger des erfolgreichen Prometheus. Achso, ich wollte gucken, was... Während des ersten Probefluges wurde der Perseus-Prototyp von einem Piraten gestohlen. Genau, Asteroiden-Scan. Eingehende Nachricht. Okay. So. Aha, du hast es angedockt. Genau, dann können wir hier wieder Gas geben. Und sobald ich jetzt da oben... was ist denn jetzt? Warum fliegen wir nicht mehr schnell?
kriegen wir nicht maximal oder was? Warentausch. Mei, ui, ich hab da kaum noch was. Energiezellen transferiert. Okay. Warnung, Energielevel niedrig. Ach, ich flieg nicht mit Höchstgeschwindigkeit. Deswegen geht das nicht. Okay, dann fliegen wir halt langsam. So, hier haben wir Satelliten verteilt. Und als nächstes gehen wir nach Stahlkammer. Das mache ich noch, bevor ich den Komplex fertig mache, weil da ist ein Harrier Frachter, der auf mich wartet. Den nehme ich noch mit. So, hast du denn noch Platz hier? Nee, ich auch nicht. Ach nee, doch mal gelandet. Ach ja, genau, ich habe da einen Platz. Den nehmen wir dann, den Harrier Frachter, gleich mit. Und den schicken wir dann wieder zum Elefant. So, was macht denn überhaupt deine Fabrik? Baut die noch was hier? Nee. Sie haben natürlich nichts mehr an Material. Produziert keiner mehr. Hat die hier produziert noch was? In dieser Station werden die erweiterten Satelliten her. Ansonsten produzieren die alle nicht mehr. Aber das ändern wir bald. Okay, du bist angekommen. Wir kommen auch gleich an. Dann, ups, geht's rund hier. Die Nacht war sehr kurz, die Uhren wurden umgestellt. Na komm. Och, es wird dann langsamer. Naja, wir lassen automatisch durchfliegen. Da kann wenigstens nichts passieren, solange dauert es halt. Ich kann nochmal zu den Händlern gucken. Eingehende Nachricht. 21 Millionen habe ich noch. Aha, das ist der Elefant, der da ist. Und der. Brauchen wir da noch drei Fabriken? Zwei Säufarm L und ein Sonnenkraftwerk. Das Doofe ist halt, dass ich jetzt von hier nicht bauen kann, ne? Das wäre halt schön. Aber es geht nicht. Geht leider nicht. Kommandokonsole? Geht oben nicht. Was war das? Frachttausch. Das geht auch nicht. Und vielleicht mit dem Menü. Nee. Kriegt man nichts hin. Oh, was machst du denn jetzt hier? Hyperion. Oh, was machst denn du für ein Geeier hier? Also das ist ja nicht mehr. Das ist ja nicht mehr feierlich, ehrlich. Wie kann man das so ein. Na gut. Die KI und fliegen, das ist irgendwie eine ganz wilde Geschichte. Naja, gut, es ist so, das wissen wir ja. Der Eier der drei Kreise um das Tor. Vielleicht ist es zu klein. So, ich werde zuallererst Satelliten aussetzen. Gehe zur Position. So, da ist minus 18. Oh, halt. Da ist er doch schon. Autopilot aktiviert. Da ist er doch schon. Harrier, Verteidiger. So, dann sag mal hier der Todesklaue. Obwohl, wir können auch dem hier das sagen. Du kannst auch den Rest einsammeln hier wieder. Kommando akzeptiert. Und wir fliegen hier. Autopilot deaktiviert. Autopilot aktiviert. Harrier Frachter übernehmen das Schiff. Und dann bauen wir
den Komplex fertig. Und dann lernt ihr einen neuen Mod kennen. Also die Profis unter euch kennen den wahrscheinlich. Und zwar heißt das, ist der Komplex Cleaner Mod. Und das zeige ich euch nachher. Das, ich finde das sehr toll. Gut, über wie es dann aussieht, über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Aber es vereinfacht in meinen Augen sehr viel, gerade bei etwas größeren Komplexen, wie er das einer wird. Und also, wir nehmen hier Autopilot raus. Nur nicht rammen. Dann übernehmen wir das Schiff. Oh, gut getroffen. Aria, Verteidiger. Fast perfekt. Schiffssteuerung transferiert. Chukaro. Hyperion, Angreifer. Eingehende Nachricht. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So, dann sagen wir, wenn du da bist. Alles klar, du bleibst da stehen, sammelst dann die Drohnen wieder ein. Autopilot aktiviert. Ah, was habe ich jetzt? Deaktiviert. Ich wollte den doch nur markieren. Was kann denn der überhaupt? Da die veraltete Teladi Fledermaus das langsamste Schiff ihrer Klasse war, wurde es außer Dienst gestellt und durch das Teladi Harrier ersetzt. Obwohl die Höchstgeschwindigkeit nicht bedeutend gesteigert wurde, ja, aber 227. Man es im Vergleich als das profitablere Schiff. Kein Ziel. Sprungantrieb wird geladen. 10%, zwar eingehende Nachricht. So, die Harrier lassen wir dann direkt am Elefanten andocken. Und dann können wir jetzt Stationen bauen. Frachtraum geschlossen. So. Soll fahren. Irgendwo hin platziert, das ist egal. Da hinten, das sieht doch schön ordentlich aus hier. Wie an der Perlenkette. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Mammut. Was macht denn der Wels hier? Frachtraum geschlossen. Frachtraum geschlossen. Ach so. Die gelandeten Schiffe. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So, dann fliegst du nämlich wieder Heimat der Legende. So, und der Elefant, das Mammut baut die Säuereien, die Sauereien.
So, dann doch Sun. Eingehende Nachricht. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So, ich mache mich wieder vom Acker hier. Nicht, dass es hier zu Kollisionen kommt. So. Springe in Sektor. Ich will jetzt wieder nach Profitminen. Eingehende Nachricht. Und werde weiter erkunden. Nicht, dass bei hier drinnen jetzt so viele Schiffe und so viele Fabriken liederlich verteilt sind. Nicht, dass es irgendwo noch einer zerschellt. Wenn ich nämlich selber nicht im Sektor bin, ihr kennt das ja, wird keine Kollisionserfahrung gemacht. Damit zerschellt nichts. Das zerschellt nur dann, wenn man sich selbst als Spieler im Sektor befindet. Und da da jetzt gerade alles ein bisschen riskant ist, verschwinde ich da und erforsche einfach den nächsten Sektor. Erreiche System. Profitminen. Heimat des Glücks. Es müssten auch Teladi sein. So. Dann gucken wir mal hier, was hast du anzubieten? Sie sprechen mit dem diese Mission ist. Auch nicht für das Geld. So. So, Nachricht. Okay, achso, wie viel hatten der jetzt überhaupt noch Platz? Ach, genug. Halt. So. Gucken wir, was hier alles los ist. Die ganzen fliegen hier rum. Genau, ich werde es mal wieder löschen. Ich glaube, ich will da oben hinfliegen. Okay, du bist gleich fertig. Da warte ich noch so lange auf dich. So. Wo sind denn meine ganzen Schiffe hin? Du hast doch nichts mehr jetzt. Nee. Bei dir auch nicht. Nur 5 Schiffe sind da angedockt. Wo sind denn alle anderen? Elefant, Elefant. Mamba. Der scannt. Elefant. Ich hab dir doch erst 4 Schiffe rübergeschickt. Eingehende Nachricht. Elefant. Was hast denn du alles an Bord? Flammenschwertrakete. 5 MJ-Schild. Entfernt. Partikelbeschleunigerkanone. Entfernt. Da die veraltete Teladi Fledermaus das langsamste Schiff ihrer Klasse. Okay. Das war's. Okay, jetzt wollte ich schon mal hier hochgucken. Kommando akzeptiert. Die sind immer noch nicht fertig hier. Okay, aber ich flieg weiter. Wir speichern mal. So. Was macht das Geld? Ja, gut, dürfte sich ja nicht geändert haben. Missionen gibt es hier keine. Doch, hier unten sind neue.
Familie Dück. Das hat man schon. Familie Dück. Das durfte ein Split sein. Was hier aber bis dahin halt noch vorkriegen. Sie sprechen mit dem Auto. Lassen Sie die von Ihnen geforderten Informationen. Telati M5. Telati M5. Ich hab doch hier einen Telati M5. Wo ist es denn jetzt hin? Da ist es doch. Da die veraltete Telati. Aber nicht für das wenige Geld. Das machen wir, glaube ich, nicht. Nee, nicht für das wenige Geld. So, wo waren es jetzt hier? Sie sprechen mit dies waren benötigt. Sie sprechen mit dem Automat. Benötigen die Teladi. Das ist sehr schön, wenn die Teladi das benötigen, aber nicht von mir. So, Mammuthandel. Was wolltest denn du kaufen? Säufarm. Säufarm. In Säufarmen werden von den Zollfarmen gekauft. Okay, dann ist es auch fertig. Dann brauche ich jetzt nur noch Kommando akzeptiert. Dann brauche ich jetzt nur noch das Sonnenkraftwerk XL. Wie viel Geld habe ich denn jetzt noch? 17 Millionen kostet das, glaube ich. Das machen wir. Das kaufe ich heute komplett. So. Okay, dann machen wir eins. Ich folge dir. Dann bauen wir das auf. 10%, 20, 30, 40, 50%. Und dann schauen wir mal, ob ich das heute noch schaffe hier. Mit den Komplexgliedern. Ich glaube, ich werde mir noch so einen Mammut kaufen. Also dieser Elefant, der kriegt ja gerade mal eine Fabrik weg. Das ist ein bisschen wenig. Ich glaube, ich werde mir noch einen Mammut kaufen. Mammut. Die sind ja ausgestorben. Muss man die Rasse wiederbeleben. Frachtraum geschlossen. So, okay. Mammut. Säuerei. So. Frachtraum geschlossen. Frachtraum geschlossen. So, okay. Frachtraum geschlossen. Gehe zu Position. Ich springe in Tor. Heimat des Glücks hieß das. Ich habe keine Energiezellen mehr. Auch das ist Autopilot ja Autopilot deaktiviert. Okay, jetzt muss ich auf die Shokaro warten. Die hat nämlich nur Energiezellen. Docke an, Vergeltung der Königin. Andock-Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Und dann warte ich erstmal mit dem Stationsbau, bis alle Schiffe hier irgendwo angedockt haben. Okay, der steht da rum, der steht da rum. Der auch. Oder? Seitdem Sie vor einigen Jahren die Asteroid. Aktion keine. Gehe zur Position. Meine Shokaro Versorger. Geht auch, fliegt aber hin. Kommando akzeptiert. Die machen alle da oben nichts. Okay, gut, dann gucke ich mal hier, dass ich hier. Energiezellen transferiert. Handel, kaufe zum besten Preis. Hier gibt es keine Energie, gell? Nee. Hier auch nicht. Hier gibt es Energie. Kommando akzeptiert. Okay, so.
Heimat des Glücks. Sprungantrieb wird geladen. 10%. Ach, da ist mir jetzt gefolgt 30, und dadurch hat 40, er die Satelliten nicht richtig verteilt. 60, ah. 70, 80, na gut, okay. 90, dann ist es halt so. Ich glaube, wir schaffen das heute nicht mehr mit dem neuen Mod. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Das wird wohl heute nichts mehr werden. Erreiche System, Heimat des Glücks. So, was macht denn hier Perseus? Oh, der hat schon viel gestand. Okay. Dann bleibe ich hier jetzt erstmal stehen. Autopilot deaktiviert. So, dann machst du das hier fertig. Kommando akzeptiert. Und ich fliege nach. Halt, da ist ein Bauauftrag. Ha? Schaffen wir den noch? Sie sprechen mit dem Automobil. Nun senden Daten. Nein! Ich hab's wieder getan. Ach, oh, Göttchen, das ist aber auch. Es ist aber auch ein Kraus. Was hab ich denn jetzt? Toll, jetzt hab ich hier unten die beiden gekauft. Okay, gut. Jetzt muss ich erstmal gucken, was das für eine Baumission ist. Riesige Transporter. Dieser riesige Transporter. Naja, ich weiß ja nicht. So. Sie sprechen mit dem automatisierten. Lassen Sie es, könnte. Oh, das machen wir. So problematisch. Eingehende Nachricht. Autopilot deaktiviert. Das machen wir natürlich fertig. Wo gibt's denn die? In der Raumschiffbrennerei. Und die Seele der modernen Gesellschaften. Sie sind Fabriken von riesigen Ausmaßen. 1,9 Millionen. L wollte er haben. Eine L will er haben. Raumschiffbrennerei. Und die Seele der L. Sie sind Fabriken von riesigen Ausmaßen, in denen alle Fahrzeuge. 5,5 Millionen. Na, das machen wir noch mit. Welt, Schrotti, okay. Also das mit dem... Kommando akzeptiert. Das mit dem Sonnenkraftwerk, das werde ich dann später kaufen. Ich beschneide mich sonst zu sehr finanziell. Ich wollte mal gucken, was es hier noch Schönes gibt, wenn ich immer hier bin. Ach, Geheimoperation. Also, Sie sprechen mit dem och, ich würde gerne ein paar Sektorkarten kaufen. Sie sprechen. Okay. Eingehende Nachricht. Wir machen das so. Ich lade die wieder ein. Und wir bauen beim nächsten Mal die Fabrik. Und dann schaue ich mal, dass ich dann vielleicht den Komplex zusammenbaue. Und das Sonnenkraftwerk kann ich dann später noch hinzufügen. Aber das kaufe ich jetzt erstmal nicht. Das ist mir erstmal zu teuer. Ich habe nur noch 18 Millionen und dann habe ich nur noch anderthalb übrig. Das wird nicht. Ich muss ja auch noch Komplexbausätze kaufen. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis später. Ciao, ciao.